Wir fangen mit dem Leichtesten an, mit Wellness. Bitte stellen Sie mir was ganz was Schieres, Grausliches vor. Sag mal, Sie sind Lehrer. Oder noch ärger, sag mal, Sie sind Lehrerin. Nein, schau, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Sind Sie Lehrer? Nein, das braucht man sich oft gar nicht vorstellen, weil das sind so viele schon da, dass dann. Nein, dann werden wir das entschärfen. Wir entschärfen es, sagen wir, wir sind alle Kindergärtnerin. Eine Horde von 3- bis 5-Jährigen legt sich auf unser Knack. Unsere pädagogischen Maßnahmen sind von disziplinären kaum mehr zu unterscheiden. Bis zu den großen Ferien sind es noch 8,5 Monate. Und wir wünschen uns nichts Sehnsüchtigeres wie einen Masseur, der uns zu spüren gibt, dass nicht unser Rücken Besseres verdient hätte. Fertig, oder was? Jo. Ja. Okay. Oder angenommen, Sie sind Kabarettist. Ja, angenommen, also mir zum Beispiel, stellen Sie noch vor, Sie sind Kabarettist und die Hauptaufgabe von Kabarettisten besteht ja darin, dass er Leute beobachtet. Ja. Mir zum Beispiel, wenn ich ein Programm schreibe, dann sitze ich mit ins Gefährhaus und tue Leute beobachten. Ja. Dann merke ich aber, dass die Leute, die ich beobachte, dass die auch Leute beobachten. Ja. Aber nur bei denen ist das Leute beobachten ein Hobby. Ja. Bei mir ist ja das berufliches Leute beobachten. Ja. Wobei man sagen muss, dass ich früher das auch als Hobby gern gemacht habe, jetzt habe ich praktisch das Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, jetzt habe ich es. Und angenommen, Sie haben jetzt ein steifes Knack vom Leib beobachten. Ja, was heißt genau. Genau. Und dann kommt sie, diese große Sehnsucht, sich professionell wiederherstellen zu lassen, und zwar inklusive Stutenmilchwickel. Ich sage Ihnen, wir haben alles ausprobiert. Wirklich. Durch die Bank. Wir waren in Leupersdorf. Ja, in Bad Schallerbach. Da in Oberösterreich. Und bei ihm draußen? Ja, sehr schön, sehr schön. In Landerteier. Ja, super. Genau. Das war ein Schatz. Hey, hat's dir da was? Was denn? Ich meine, die Gegend ist in Laar schon ein bisschen unhügelig. Ja. Aber die Therme ist super. Ja, aber wenn du rausschwimmst, siehst du die Gegend. Ja, also es war. Sag ich erst. Das erste, was wir gemacht haben in Leupersdorf, war der Beauty-Raum. Genau. Wir sind nämlich mit der Einstellung weggefahren, alle berühmten Kabarettisten sind schier. Warum sind wir nicht berühmt? Nein, was ist jetzt da?